Schützen. Die Gera stehen im Verbund. Alexander Vogt dreht sich und trifft. Marc Reiter, er war noch dran. André Jahn in der 115. Minute eingewechselt, womöglich nur fürs Elfmeterschießen. Er muss jetzt treffen, sonst ist Jena weiter. Unfassbar! Doppelpfosten! Und so siegt Jena in Gera. Christian Müller mit den Interviews. Es wäre natürlich in der Tat schon peinlich gewesen, dieses Spiel nicht zu gewinnen oder nicht in die nächste Runde zu kommen. Wobei die Mannschaft sich, ohne irgendetwas schönreden zu wollen, aber sie haben vieles richtig gemacht, aber eben zu wenig gut gemacht. Ja, also bei der Anzahl an Chancen, die wir hatten, denke ich mal, wäre durchaus auch, zumindest für einen objektiven Beobachter, ein Sieg für uns in der Spielzeit normal gewesen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass so ein Ergebnis rauskommt, dass die Mannschaft so unheimlich fightet. Es war ein typisches Pokalspiel, wir haben natürlich dann Pech gehabt, aber ich bin sehr zufrieden. Ein Riesenerlebnis, denke ich, so ein Spiel gemacht zu haben, auch so viel Glück gehabt zu haben. Nichtsdestotrotz überwiegt jetzt natürlich bei uns die Unzufriedenheit, denn wir hatten den großen Favoriten, die Profis im Elfmeterschießen, haben das eigentlich auch ganz gut gemacht und dann war uns halt das Aluminium im Weg. Kann man heute trotzdem noch ein bisschen feiern, dieses tolle Spiel und dieses knappe Ergebnis? Ja, ich denke schon, wenn der erste Frust weg ist, in einer Stunde oder sowas, dann sieht das besser aus. Da sehen wir, dass wir für ein riesiges Spiel gemacht haben und da werden wir auch ein bisschen feiern noch. Die Jena verschwanden schnell in der Kabine. Wismut Gera feierte die Niederlage ausgelassen. Das sagt vieles über ein tolles Pokalspiel. Tja, und ob das nun für Jena der Wachmacher für die dritte Liga war, na, wir werden es auf jeden Fall erleben. Hier jedenfalls die Ergebnisse.